Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Ich bin Christina, ich bin 39 Jahre alt und ich wohne in Bonn. Was steht auf deiner Visitenkarte? Ich habe keine Visitenkarte. Hätte ich eine, würde draufstehen, dass ich als Consultant bei InnoQ arbeite. Und was ich aktuell mache, da ich noch nicht so lange dabei bin, arbeite ich hauptsächlich in internen Projekten gerade, wo es um verschiedene interne Anwendungen geht, die gepflegt werden müssen oder irgendwo integriert werden müssen, und arbeite da mit verschiedenen Kollegen zusammen. Wie bist du da hingekommen? Ich bin tatsächlich über sehr viele Umwege in die IT gekommen. Ich habe nach dem Abitur erst eine Ausbildung gemacht und also in der Apotheke, habe dann Ernährungswissenschaften studiert und das Studium auch abgeschlossen und war dann schon Ende 20 und habe irgendwie gemerkt, okay, nee, das ist es jetzt auch nicht. Und habe dann auf einer längeren Reise mit einem sehr guten Berufsfindungsbuch herausgefunden, dass ich gerne mit Daten arbeiten möchte. Und von da waren es dann auch nur noch ein paar Schritte in die IT. Ich hatte damals im Freundeskreis auch ein paar Informatiker und habe dann übers Internet verschiedene Programmiertutorials gemacht und habe dann auch einen Rails Girls Workshop in Frankfurt besucht. Da ging es darum, Frauen in die IT zu bewegen, was bei mir offensichtlich sehr gut funktioniert hat. Das war wirklich eine ganz tolle Community und ja, die Leute waren einfach alle so unglaublich herzlich und nett und hilfsbereit. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das möchte ich jetzt machen. Das ist es, das unterscheidet sich wirklich stark von meinen vorigen beruflichen Wegen. Und hier fühle ich mich zu Hause. Und ja, ich fand einfach es spannend, dass die Aufgaben oder dass man halt immer wirklich wieder was Neues lernt. Und Programmieren hat mir einfach auch Spaß gemacht. Genau, und dann habe ich aber noch Informatik studiert in Bonn. Ich hatte überlegt, ob ich einen Quereinstieg wagen soll. Das war mir dann aber doch zu riskant. Und dann habe ich noch einen Bachelor in Informatik an der Uni Bonn gemacht und habe dann während des Studiums auch schon bei InnoQ gearbeitet. Und genau, bin dann darüber in die IT gekommen. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ja, ich habe das ja eben schon ein bisschen angerissen. Also vor allen Dingen die Menschen, was vielleicht eine unerwartete Antwort ist. Aber ich habe so viele verschiedene Berufe ausprobiert und ich finde wirklich, in der IT-Arbeit sind wirklich die nettesten, respektvollsten und vor allen Dingen lustigsten Menschen überhaupt, und man arbeitet zusammen an Dingen, man löst zusammen Probleme, man lacht zusammen, man verzweifelt zusammen, und das finde ich einfach, das macht mir einfach unglaublichen Spaß. Und ja, es ist so ein sehr lockerer Bereich, finde ich. Es geht viel um die Sache und wenig um Oberflächlichkeiten oder um Gehälter oder irgendein Gehabe. Also das fand ich wirklich toll. Es ist auch egal, was du anhast im Alltag. Es ist einfach so, es geht wirklich um die Sache. Wir wollen zusammen ein Problem lösen. Und das, ja, es hat mich unglaublich angezogen. Das kannte ich auch vorher wirklich so überhaupt nicht. Und ich habe wirklich viel ausprobiert. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Das ist für mich noch gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich eben noch nicht so lange dabei bin. Momentan bin ich vor allen Dingen dabei, bereits bestehende Codebases, falls man das so sagt, zu erweitern. Und ja, natürlich habe ich auch vorher schon eigene Projekte verwirklicht, wo ich mir natürlich Gedanken um die Struktur der Anwendung mache. Und auch jetzt, wenn ich eine bestehende Anwendung erweitere, dann ja, mache ich mir natürlich auch Gedanken um das Gesamtbild. Aber ich glaube, über die Softwarearchitektur werde ich noch viel lernen in den nächsten Jahren. Und dann kann ich da bestimmt auch eine etwas ausgefeiltere Antwort zu geben. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Ja, zwischen Studium und jetzt habe ich in zwei Startups gearbeitet, und in dem einen Startup war ich IT-Mädchen für alles. Ich musste wirklich einfach alles machen, was so anfiel, was auch nur im Entferntesten in die Informatik fiel, und war wirklich oft überfordert, weil ich ganz alleine war und niemand mir helfen konnte. Und da gab es dann tatsächlich zwei Momente, wovon aber der erste schlimmer war. Da musste ich den Hosting-Provider umziehen und das auch ganz alleine, und ich wusste überhaupt nicht, wie das geht. Ich habe überhaupt nicht die Thematik verstanden und ich habe das auch noch nie gemacht vorher. Ja, das war dann ein
Umzug mit vielen Pannen über mehrere Tage, an dem ich so ein bisschen im Trüben gefischt habe und nicht genau wusste, was ich da tue. Aber die Webseite der Firma und alle E-Mails da dran hingen, dass ich das richtig mache. Und dann, also ich habe wirklich versucht, mir Hilfe zu holen. Also ich verschone euch jetzt mal mit den technischen Details, aber es war so, dass ja, dass ich mit dem alten Hosting-Provider kommuniziert habe und mit dem neuen und dann noch mit einem Cloud-Provider, der zwischengeschaltet war und versucht habe, über diverse Support-Hotlines irgendwie Hilfe zu bekommen und zu verstehen, welche Parameter umgestellt werden müssen, wann und was ich genau machen muss und wie ich überprüfen kann, ob der Umzug funktioniert hat. Und zu allem Überfluss hat der Umzug dann auch noch an einem Freitag stattgefunden und ist dann schiefgegangen, sodass wirklich irgendwie alle E-Mails nicht zugestellt wurden und für immer verloren waren übers Wochenende und die Webseite dann auch erstmal nicht mehr erreichbar war und das dann irgendwie alles meine Schuld war, weil einfach ich die Einzige war, die dafür verantwortlich war und sozusagen, obwohl ich vorher kommuniziert hatte, dass ich das nicht kann, einfach auch niemand anders da war, der es sonst hätte machen können und deswegen musste ich es dann tun und das war wirklich der Moment, in dem ich dann realisiert habe, dass jetzt wirklich diese, also so wichtige E-Mails verloren gegangen sind für die Firma beziehungsweise meine Chefs und ich auch wirklich Ärger bekommen habe. Das war kein schöner Moment, also es war wirklich, der Worst Case, der wahr geworden ist und seitdem versuche ich auch zu vermeiden, sowas nochmal zu machen. Ich musste es dann tatsächlich noch ein zweites Mal machen und das ist dann auch ein bisschen schief gegangen, aber nicht mehr so richtig schief, weil man lernt ja dazu. Aber ja, also so Momente, ich finde, in der IT trägt man eben schon viel Verantwortung. Ich meine, im Grunde tut man das in jedem Job. Also ein Arzt, der eine OP macht, der, ja, diese Verantwortung möchte ich definitiv nicht tragen. Aber wenn man halt für Daten verantwortlich ist, kann das schon wirklich Druck erzeugen. Und ich finde es schön, wenn man dann im Team arbeitet und andere hinter sich stehen hat. Beziehungsweise einfach Menschen hat, mit denen man sich austauschen kann. Und ja, ne, vier Augen sehen mehr als zwei, wo man dann einfach mal kurz abstimmen kann. So, ja, meinst du, wir haben alles beachtet und irgendjemand. Also das wäre sicher so nicht passiert, wenn ich nicht alleine gewesen wäre. Genau, also das war definitiv der schlimmste Moment. Ansonsten gab es eigentlich nicht viele schlimme Momente, würde ich sagen. Sonst war immer alles relativ entspannt. Also außer in dieser Startup-Zeit, da waren schon einige Momente, die ein bisschen stressig waren. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Ja, da gibt es mehrere. Also die wichtigste, würde ich wirklich sagen, ist Durchhaltevermögen. Das habe ich nämlich ziemlich viel davon. Und das war vor allen Dingen im Studium wichtig, weil ich mit 32, glaube ich, angefangen habe, den Bachelor zu machen und alle anderen so 17 waren und gerade aus der Schule kamen und Mathe-Leistungskurs hatten. Und ich all das nicht. Und ich hatte wirklich signifikante Lücken in Mathematik. Und die Uni Bonn ist sehr theoretisch orientiert und die Mathe-Module sind wirklich schwer. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich mir nicht direkt am Anfang gesagt hätte, okay, ich werde hier den Bachelor machen. Ich werde nicht abbrechen und ich werde nicht zu denen gehören, die abbrechen. Also nichts dagegen, wenn man abbricht, ne, um Gottes Willen. Aber für mich persönlich war es einfach klar, dass ich das machen will und dass ich irgendwie eine Motivation brauche, um da durchzukommen, weil der Weg schwer werden würde. Und der war dann auch wirklich schwer. Also ich bin durch mehrere Matheprüfungen dann auch durchgefallen und habe es dann aber eben im zweiten Anlauf geschafft. Und ich glaube, das ist prinzipiell was, was man sehr stark braucht in unserem Beruf. Vor allen Dingen auch Frustrationstoleranz. Das ist was ich erst erwerben musste, weil ja, wenn du halt versuchst, irgendeine Aufgabe zu erledigen, irgendein System aufzusetzen, dann ist eigentlich, es geht immer erstmal irgendwas schief. Ich hoffe, dass das jetzt nicht Anti-Werbung für unseren Job ist. Ich finde das ja cool, weil man ist dann nicht alleine und es ist einfach Standard. Computer sind eben sehr komplexe Gebilde und es gibt so viele Technologien und die müssen zusammenarbeiten und dann gibt es von jeder Technologie Millionen Versionen und da kommen manchmal Probleme auf. Und es ist wichtig, dass man einfach
auch Spaß daran hat, dann herauszufinden, was das Problem ist und es eben zu lösen, weil der Moment, wenn man es gelöst hat, der ist wirklich durch nichts zu ersetzen, vor allen Dingen, wenn man es alleine geschafft hat. Aber das musste ich eben erstmal lernen, also es hat mich lange genervt. Ich habe dann immer gedacht, okay, ich setze mich jetzt dran und installiere mir XY und dann hat es irgendwie, beim ersten Klick hat irgendwas nicht funktioniert und dann habe ich gedacht, oh, ja okay, ich höre wieder auf. Und damit kommt man halt dann wirklich nicht weiter, bis ich irgendwann begriffen habe, dass es einfach normal ist und bei jedem passiert und immer passiert. Und seitdem habe ich auch schon diese Erwartungshaltung. Genau, also das würde ich sagen, Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz ist auf jeden Fall von Vorteil. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich relativ gut Verbindungen zu anderen Menschen aufbauen kann und mich das wirklich mehr als einmal gerettet hat, vor allen Dingen im Studium, aber natürlich dann später auch im Netzwerken, um an einen Job zu kommen, weil ich dadurch viel meine fehlenden Kenntnisse initial ausgleichen konnte. Ne? Die Kenntnisse kommen dann hinterher, aber ich bin eben nicht diejenige, die mit 6 Jahren angefangen hat zu programmieren, sondern ich habe mit 30 oder so angefangen und das ist mir auch nicht immer leicht gefallen. Aber ich habe ja anfangs schon gesagt, die Kollegen sind einfach so nett und so hilfsbereit. Also das erlebe ich einfach jeden Tag und ich kann immer jemanden fragen, wenn ich nicht weiterkomme und weil mir das eben auch relativ leicht fällt. Also zu sagen, dass ich irgendwas nicht kann, das ist immer noch nicht so leicht für mich, aber zumindest so prinzipiell auf Menschen zuzugehen, fällt mir schon verhältnismäßig leicht. Und genau, dadurch konnte ich eben oft durch Hilfe von anderen fehlendes Wissen, was ich mir nicht selbst angeeignet hatte, ausgleichen. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Momentan konzentriere ich mich vor allen Dingen darauf, möglichst viel zu lernen. Ich versuche eigentlich jetzt nicht möglichst viele Technologien zu lernen, sondern ich versuche ungefähr in dem Bereich mich zu bewegen, in dem ich jetzt gerade Kompetenz aufbaue und darin erstmal besser zu werden und sicherer zu werden. Trotzdem komme ich durch die Projekte, in denen ich momentan bin, auch mit verschiedensten Themenbereichen in Kontakt und nehme das auch gerne mit. Also auch mit Bereichen komme ich in Kontakt, die ich mir so persönlich nicht ausgesucht hätte. Das ist aber gut, weil sonst, ne, hat man dann irgendwie so sehr so einen Tunnelblick und ich will sozusagen mein Gesamtwissens-IT-Programmiernetzwerk weiter ausbauen. Ich möchte möglichst viel schon mal gehört haben. Ich möchte eine Gesamtvorstellung haben davon, wie Systeme und Technologien zusammenarbeiten. Und ja, also ich glaube, das ist vor allen Dingen, dass ich versuche, mein Gesamtnetzwerk zu stärken und meinen bisherigen Programmierskills ja zu vertiefen und lass auch alles insgesamt so ein bisschen auf mich zukommen. Genau, also darauf konzentriere ich mich derzeit. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Für mich persönlich, dass ich mich sehr wenig bewegen kann. Ja, dazu noch später. Ich liebe Sport und ich fände es irgendwie traumhaft, einfach in der Natur zu arbeiten und dabei den ganzen Tag in Bewegung zu sein. Das ist natürlich irgendwie so gar nicht möglich. Andererseits, und man guckt ja die ganze Zeit in den Computer. Da habe ich mir auch lange Zeit Sorgen gemacht, dass es vielleicht sich negativ auswirken könnte auf meine Gesundheit. Könnte es auch, allerdings versuche ich gegenzusteuern und das ist eben wieder der Vorteil an unserem Job. Wir machen ja oft Homeoffice und dann kann man sich den persönlichen Arbeitsplatz einfach so einrichten, ja, wie einem das gefällt und man kann eben auch flexibel arbeiten. Ich mache oft nachmittags einen Spaziergang, wenn gerade die Sonne scheint und ich habe mir so einen tollen ergonomischen Hocker gekauft, auf dem ich dann sitze und es gibt ja 1000 Möglichkeiten. Ne? Also man hat schon sehr viele Möglichkeiten, diesen in Anführungsstrichen Bürojob ein bisschen artgerechter zu gestalten. Und ja, ich würde eigentlich sagen, das ist die einzige Einschränkung. Genau, ja, das ist die einzige Einschränkung für mich an diesem Job. 3 Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Also zum einen würde ich auf jeden Fall sagen, du hast so viel mehr Zeit für alles, als du jetzt denkst. Man denkt wirklich immer, wenn man noch so jung ist, also einerseits hat man immer das Gefühl, das ganze Leben liegt noch vor einem, also das ist ja auch so. Und man hat irgendwie so das Gefühl, ja, es ist so viel Zeit und andererseits ist es so, und das erlebe ich, habe ich dann auch im Studium viel erlebt, also ich war irgendwie entspannter mit 32 als die 17-Jährigen, weil irgendwie
heute so diese Idee vorherrscht, man müsse mit 21 anfangen zu arbeiten oder so. Und weil man sonst alles nicht mehr schafft. Und das ist halt Quatsch. Also ich habe natürlich jetzt wirklich sehr spät alles gemacht und bin jetzt 39 und fange gerade an, in meinem Traumjob sicherer zu werden. Das ist auf jeden Fall spät. Das will nicht jeder so. Das hat auch Nachteile, gar keine Frage. Aber wenn man was wirklich will, dann kriegt man auch den ganzen Rest drumherum organisiert. Und ja, ich weiß, dass ich wirklich, je älter ich werde, desto weniger fühle ich mich gehetzt. Weil ich einfach merke, ja, wenn man verschiedene Sachen machen will, kann man auch alles hintereinander machen. Ne? Also ich meine, ich habe 2 abgeschlossene Studiengänge und eine Ausbildung und ich habe noch eine längere Reise gemacht. Und irgendwie geht das alles und ich glaube, ehrlich gesagt, geht das auch so weiter. Was ich meinem 18-Jährigen ich noch sagen möchte, ist, auch wenn du dich gerade nirgendwo zu Hause fühlst, in keinem Job, in keinem Praktikum, bei keinen Kollegen, es wird der Job kommen, irgendwann, in dem du dich zu Hause fühlst. Weil ich wirklich irgendwann verzweifelt war. Ich habe so viele verschiedene Branchen ausprobiert und ich weiß, dass ich teilweise dann irgendwie, da musste ich mal so ein Praktikum machen, so ein Modeunternehmen und ich sollte irgendwie eine Stoffprobe erstellen. Und das war wirklich eine absolut triviale Aufgabe. Man sollte einfach nur so kleine so Stoffmüsterchen auf so eine Pappe kleben für den Kunden. Und ich habe es gemacht und ich glaube, ich habe mir auch Mühe gegeben. Und dann habe ich total Ärger dafür bekommen, dass es nicht gut war. Und ich weiß noch, und da war ich 18, dass ich dachte, du lieber Gott, Christina, du kannst noch nicht mal das. Du kannst halt gar nichts. Und sowas habe ich oft gedacht. Und das, es ist halt nicht so. Nur weil man die eine Tätigkeit, auch wenn sie vielleicht anderen Menschen so leicht fällt, nicht hinkriegt, das bedeutet nicht, dass man zu doof ist für alles. Sondern das ist einfach eine Tätigkeit, die einem dann nicht liegt oder die einem nicht so wichtig ist. Und deswegen hat man sich dann eben doch nicht so viel Mühe gegeben. Und ich bin ja der absoluten Überzeugung, dass jeder Mensch einen Bereich hat, den er oder sie liebt. Und wo er oder sie gut ist. Und mehrere, ne? Wir haben alle mehrere Talente. Und das muss man einfach nur finden. Und wenn man das noch nicht gefunden hat, dann sollte man wirklich weitersuchen, bis man das gefunden hat. So habe ich es zumindest gemacht. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Ich möchte den Leuten auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass in der Informatik unglaublich nette Menschen arbeiten, die wirklich, wie ich eingangs schon gesagt habe, wirklich super respektvoll sind. Natürlich kann man das nie pauschalisieren, aber im Allgemeinen erlebe ich das wirklich so. Und ja, super lustig und super hilfsbereit. Und Programmieren macht wirklich Spaß. Es macht ganz bestimmt nicht jedem Spaß, aber es lohnt sich, das auszuprobieren. Und das ist ja heute einfacher, denn jemand geht einfach online und nimmt sich irgendein Tutorial und macht das einfach mal 3 Tage lang. Und ich glaube, dann merkt man schon, ob einem das prinzipiell Spaß macht oder nicht. Und ja, das würde ich tatsächlich jedem raten, weil es einfach so schade wäre. Ich bin damit wirklich erst mit Ende 20 in Berührung gekommen. Und ja, das ist schade. Ich hätte das vielleicht auch schon vorher machen können. Es ist nicht schlimm, dass es nicht so passiert ist. Aber wenn man die Möglichkeit hat zu gucken, vor allen Dingen, wenn man noch in der Schule ist oder ja, gerade aus der Schule kommt, würde ich empfehlen, das auszuprobieren. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Ich mache vor allen Dingen Sport. Genau, ich mache viel Yoga, ich mache viel Fitness, Liegestütze, sowas alles und jetzt kürzlich auch Kickboxen habe ich mit angefangen. Jetzt wird es gerade ein bisschen viel, also irgendwie muss ich jetzt gucken, wie ich das alles noch in meine Freizeit integriert bekomme. Aber ja, das habe ich schon immer geliebt, Bewegung, und gerade weil ich eben in meinem beruflichen Alter keine Bewegung habe, brauche ich das total stark als Ausgleich. Also ich könnte nicht in meiner Freizeit auch noch am Computer sitzen. Und das können ja viele und das beneide ich tatsächlich auch immer, weil wenn man in seiner Freizeit dann auch noch programmiert, dann wird man halt wirklich sehr schnell sehr gut. Ja, aber ich brauche absolut diesen Ausgleich und mache auch sehr viel mit Freunden, die irgendwie über ganz Deutschland verteilt wohnen. Das heißt, ich bin sehr viel unterwegs und genau, Klavier spiele ich noch sehr gerne, aber auch nicht professionell. Ich nehme auch keinen Unterricht, aber ja, wann immer ich Zeit finde, klimper ich ein bisschen auf dem E-Piano in unserer Wohnung rum. Genau, ich würde sagen, das war es zu mir. Ich hoffe, es war alles gut beantwortet.